you can't take it back, no. I've got so much left to say, but hallo und herzlich willkommen zurück bei District 41. Mit dabei ist wieder der Lars. Hallo. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Kälterei. Und vor uns war ein Bulli gerade. Wie ihr seht, der Lars hat eine Waffe. Ich habe auch noch eine Waffe. Ihr könnt euch vorstellen, was wir machen. Wir fragen sie, ob sie unsere Waffen kriegen. Oder wollen. Genau. Und ob sie uns umpusten können. Ich habe jetzt die Ohrstöpsel reingemacht. Das war ein guter Tipp von Lars, weil dann ist das Motorengeräusch nicht so laut. Das war ein Bulli übrigens, also wahrscheinlich ist es ein Noob, der hat kein Nachtsichtvisier. Ja, Nachtsichtvisier, der hatte kein Licht an. Siehst du da hinten den? Nö. Der fährt da gerade hin. Ja, ja, ja. Sollen wir noch ein bisschen warten? Lass mich hier raus. Ja. Ist abgeschlossen. Achtung, ich lauf kurz. Fahr mal hin und so. Ja? Okay. Warte, geh weg zur Seite. Ich fahr hin, ich tu so auf friendly, ne? Dass ich verarbeiten will. So, nimm Ohrstöpsel raus. Der fährt weg. Echt? Ja, bleib cool. Ich bleib hier einfach. Bleib im Busch. Bin im Busch, ich überfall ihn gleich, okay? Nein, warte. Soll ich ihn überfallen? Fährt er weg? Ja. Sicher? Nein, der kommt gleich weg, der fährt wieder. Warte. Anhalten. Schieß drauf. Anhalten und aussteigen. Schieß drauf. Ich hab Angst, dass er eine Waffe hat. Bitte vom Auto weg. Und da warten Sie mal kurz. Du machst die Verhandlungen mit ihm. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Tobias. Ja. Sie haben doch bestimmt Autoschlüssel für uns, oder? Die habe ich leider mal vergessen. Ja, das ist schlecht für Sie. Entweder Sie machen jetzt mit Teleportie, holen Sie Ihren Autoschlüssel da raus, oder Sie kriegen eine Kugel in den Kopf verpasst. Wie man Dietrich, wenn man das Auto aufmacht. Da, der hat ihn mir gegeben. Nicht schön. Warte, ich geb den dir. Warte, bleib cool. An Lars. Perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen nur die Pfirsiche aus dem Auto raus und den Rest kann er behalten. Sie können Ihren Wagen behalten, keine Angst. Ja, würde mich auch wundern, wenn man ich nehme den mal Handy weg, den und zerstören. Soll ich Personen ausrauben? Mir egal, mach halt. Hast du? Ich nehme gerade noch raus. Komm schneller. 50 sind noch drinne. Was hat er gesagt? Weiß ich nicht. Ich nehme die restlichen. Nimm mal die restlichen 50 raus. Der sich reinsetzt. Es geht nicht anders. So. Wie fährst du? Wollte ich gar nicht. So, und abhauen. Lass verarbeiten gehen, okay? Ja. Ah, es war schon irgendwie gemein. Der hat Six werde. Aus dem Auto verarbeiten. Im Rucksack eventuell. Ich hab zu spät sein Handy weggenommen. Das ist blöde. Ach, das sind ja Äpfel. Ich hab zu spät es weggenommen. Der hat wahrscheinlich die Bullen gerufen. Der fährt gleich zum Markt schnell. Ja. Verarbeitest du? Nee, ich verarbeite gerade. Ich hab verarbeitet. Ich bin gerade nochmal verarbeiten. Ich hab nur 47 Apfelschnaps. Jawohl. Er kriegt schon ein bisschen von mir hier.
Ja, wir machen Hälfte, Hälfte. Ja, dann verkaufe ich einfach alles und teils dann durch zwei. Ja, genau. Ich tue ins Auto rein, okay? Okay. Ah, ich habe noch ein bisschen mehr genommen. Ich hatte noch was da anders. So, ich habe noch zwei Apfel. Vielleicht kannst du die auch noch verarbeiten. Hast du? Ich kann gerade irgendwie nichts aus dem Auto nehmen. Warte mal. Noch da? Ja, ja. Dass mein Internet gleich abkackt, weißt du? Ja, ja. Warte mal. Ich guck nach hinten, dass da keiner kommt. Ja, jetzt kommt's. Also, du Stoff. Zurück nach Bürgers. Alter, war das mies. Ja, dann sehen wir uns gleich in Bürgers. Bis gleich. Bin ich, okay. Hallo, alles in Ordnung bei Ihnen? Renn weg, soll ich ihn Gummi schossen? Ah, ne. Oh je, das tut uns jetzt leid. Wir haben vergessen, das Licht wieder anzumachen. Wo sind Sie denn jetzt hin? Ach, da hinten. Soll ich kurz den Repair Kit holen? Ne, ich hab ein Repair Kit. Sollen wir den umnieten? Könnt ihr bitte die Waffen runternehmen? Die sind runtergenommen. Sollen wir den umdonnern? Ja, reparier das Auto, lassen wir den, komm. Okay. Ich behalte den ein bisschen im Auge. Radioactive, Alter. Geflogen ist. Sollen wir den echt in Ruhe lassen? Ja. Ich würde mir schon gern noch die Beute da rausnehmen. Ja, aber das wäre schon jetzt asozial. Komm, das machen wir. Komm. Ich muss mal Repair Kit wieder raus. Tausend Dank. Ja, ist ja auch unsere Schuld irgendwo, ne? Wir hatten ja das vergessen, das Licht anzumachen. Ja, ich bin ein bisschen misstrauisch, weil gestern das gleiche passiert ist. Ja, das sollten wir auch sein. Gegenüber dem Herrn No Name. Sollten wir den jetzt nehmen? Mir egal, du entscheidest. Na komm, Alter. Fuck drauf. Wie ist das eigentlich mal? Keine Ahnung, irgendwie. Vorstöpsel sind übelst witzig, hast du im Auto schön, immer schön leise. Ja, so, wir sind wieder back in Pyrgos. Aussteigen einmal. Auf dem Weg hätte No Name noch fast einen getötet. Ach, fast. Ja, aber wie knapp das war, Alter. Ich baue die Szene, glaube ich, mal ein, aber ich habe die, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Oh. Du teilst dann durch zwei, ne? Gibst du mir das einfach. Dann. Ja, schon verkaufen. Boah, 11.000. Ist ja. Nichts tun, eigentlich. Ja, und ein bisschen Spaß gehabt. 5. Jetzt hat jeder die Hälfte. Ja? Ja, passt. Also für nix tun, das... Oh, ja gut, ich musste zwei Repair-Kits ausgeben, ne? Also, ja, ich hab dem Typen dann noch ein bisschen geholfen. Weil sonst schon ein bisschen mies wäre. Oh, hier ist eine maskierte Person. Ja, dann schauen wir mal weiter, wo es uns jetzt hin verschlägt. Man sieht sich dann gleich wieder. Ich höre nur einen. Ja, der sehen kann ich... hier. Sag mal, wenn er runterkommt. Der scoutet, das sind sicher die Bullen. Sag mal, wenn er runterkommt. Da sitzt einer dran. Er dreht. Ja. Ich seh ihn. Macht mir leicht Angst, weil ich hab nur Gummigeschoss, Alter. Er landet da hinten, oder? Ich seh's nicht. Nee, der umkreist die Kälterei. Ja, der umkreist die Kälterei, pass auf. Dass der nicht scoutet. Ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn? Ja. Liegt gerade da hinten. Wo? Bei Westen. Hinterm Berg. Der ist, glaube ich, gleich weg. Nee, der umkreist da. Oder er landet da und setzt einen Sniper ab. Bald ihn mal im Auge. Ich habe gerade ihn aus der Sicht verloren, weil ich nicht so viel. Weit gucken kann, warte mal, da jetzt. Ich
Geh zur Halle. Ich bin bei der Halle. Ich sehe nichts. Siehst du noch was? Sicher? Ja, sicher. Ja, nicht mehr. Ich bleib mal lieber beim Auto. Also, das war's mit der heutigen Folge. Wir hören jetzt auf, nachdem hier wahrscheinlich die Bullen gerade waren und ich auch gleich zum Tennistraining muss. Beenden wir jetzt diese Session. Er haut da rein. Nö. Ja. Dann sage ich Tschüss. Und der Lars sagt... Ich will jetzt auch Tschüss sagen. Wenn du freundlich bist. Tschüss. Ja gut, also haut rein. Bis dann. Ciao.